Herzlich willkommen in der Aquarellschule LAD Fee. Heute geht es wieder einmal um das Thema Baum. Baum in verschiedenen Variationen, also um Frühlingsbäume, Frühlingsstimmungen, aber auch um das Malen von Rinde, von Blattwerk in verschiedenen Möglichkeiten und mit verschiedenen Materialien. Ich hoffe, ich kann euch wieder einiges zeigen und ihr könnt daraus dann eigene Sachen entwickeln und ausprobieren. Viel Spaß, es geht gleich los. Das waren nun verschiedene Inspirationen, Bilder, wie Bäume vorkommen können im Frühling. Und nun geht es los auf einem schon vorbereiteten blauen, also heliozyllinblauen Untergrund, der noch feucht ist. Hier jetzt mit einem Fanstippler, LAD Fee, und einem Gelb-Grün. Und ich tupfe hier jetzt zuerst in diesen feuchten Untergrund das Blattwerk. Ihr seht, ich mache es nicht ganz flächig, sondern ich tupfe es so, dass auch blaue Stellen stehen bleiben. Das Grün breitet sich sowieso aus, weil der Hintergrund noch nass ist, also es zerrinnt, es zerläuft, es ist ein bisschen diffus. Diese Technik verwende ich vor allen Dingen für Bäume, die weiter wegstehen, mehr im Hintergrund sind, wo ich davor vielleicht noch Figuren oder weitere Bäume, weitere konkretere Dinge malen möchte und sie dann wie in der zweiten Reihe stehen, sozusagen. Zu diesem Gelbgrün nehme ich dazu noch ein Tiefseegrün, Undersea Green von der Marke Daniel Smith. Ihr könnt da aber auch einfach ein Ultramarinblau zum Gelbgrün mischen, dann habt ihr auch diesen dunkleren Grünton. Ganz zuletzt verwende ich hier auch noch ein Schattengrün. Das ist dann ein noch dunkleres Grün, was ihr mischen könnt aus den beiden vorherigen Farben und einem Schwarz oder einem peines Grau oder Indigo-Blau, einfach einem sehr, sehr dunklen Blauton. Hier jetzt das Schattengrün noch auf das Tiefseegrün und das Gelbgrün. So habe ich wirklich in dieser Blattstruktur viele Grüntöne. Ihr könnt jetzt auch schon versuchen, wenn ihr eine Plastikkarte nehmt oder aber den Pinselstiel. Beim Fanstippler LAD Fee gibt es einen abgeschrägten Pinselstiel und da kann man schon einzelne Äste oder feine Äste hineinkratzen. Wenn die Farbe noch sehr feucht ist, dann wird das Gekratzte dunkler, weil sich die Farbe an dieser Stelle des ein bisschen angerauten Papiers sammelt. Wenn das Ganze aber schon am Eintrocknen ist und man darüber kratzt, dann bekommt man weiße Stellen. Von unten jetzt mit einem feinen Schriftenpinsel ziehe ich den Stamm nach oben. Hier jetzt in einer Mischung aus einem Umbra Natur und einem Ultramarinblau. Ihr könnt auch ein Sepiabraun und ein Ultramarinblau zusammenmischen, dann habt ihr einen dunkleren Schattenton, einen dunkleren Braun-Grauton. Ich mag das sehr gern, so diese Mischung, auch weil sie immer wieder neu wird. Also entweder geht sie mehr ins Blaue, mehr ins Braune und bei jedem Pinselstrich ist es ein bisschen anders. Die Baumkronen habe ich ja für zwei Bäume getupft, das habt ihr sicher gemerkt. Und ziehe jetzt, wie gesagt, von unten diese Stämme hinein und ganz fein zwischen dem Blattwerk sind auch immer wieder Stellen mit Ästen, wo man ein bisschen die Äste sieht oder einen Teil des Stammes oder eines dickeren Astes weiter oben. Also
Da könnt ihr gut in diesen teilweise noch feuchten, teilweise schon angetrockneten Untergrund könnt ihr da die Äste hineinzeichnen. Ich sage zeichnen, weil es wirklich fast Zeichnen ist, also hineinziehen. Aber ja, es sind natürlich feine Striche, die ein bisschen zerlaufen, aber nimmer so viel, weil die Farbe bei mir wenigstens nimmer ganz so nass ist. Und ihr seht, so bekomme ich wirklich Blattwerk durchbrochen, wie das im Frühling so ist, wenn die Blätter noch nicht ganz so aufgegangen sind, noch nicht ganz so viele ganz volle intensivgrüne Blätter vorhanden sind, dann sehe ich zwischen dem Blattwerk immer mal wieder ein Stück eines Astes oder des Stammes. Und das möchte ich hier jetzt auch so erzeugen. Wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich noch einmal drüber in allen drei Grüntönen. Ich helle hellere Stellen nochmal mit dem Gelbgrün auf, mache sie leuchtender oder gebe noch einmal ein Tiefseegrün oder sogar ein Schattengrün dazu. Tupfe ganz fein mit dem Fenstipler Ella de Fee über einzelne Stellen, sodass wirklich dort, wo es angetrocknet ist, einzelne Tupfen wie kleine feine Blätter stehen bleiben, nimmer zerrinnen. Wenn ich eine Baumreihe habe, die weiter weg ist, dann brauche ich das jetzt nicht machen. Dann ist es gut, wenn alles diffus bleibt, so nass in nass. Wenn ich aber jetzt wie hier diesen Baum noch ein bisschen ausarbeiten möchte, kommt er natürlich mehr in den Vordergrund und benötigt einzelne ausgearbeitete Stellen, die auch eben diese einzelnen Blätter aufweisen und nicht nur diffus sind. Also diffus passt nur, wenn entweder wenn ich ein Nebelbild male oder wenn die Bäume ein bisschen im Hintergrund stehen. Ja, so seht ihr jetzt, wie das immer mehr sich entwickelt, diese Bäume. Ich kann auch Spritzer noch drauf geben. In allen drei Grüntönen passt das gut. Das macht es einfach lebendig. Also gerade wenn ich ein Bild male, wo in der Mitte des Blattes einfach nur ein Baum steht, das eignet sich, finde ich, sehr schön für Osterkarten, für Frühlingskarten, Geburtstagskarten, auch für eine Hochzeitskarte. Da kann man zwei ineinander verschlungene Bäume malen. Also es gibt viele Möglichkeiten im Leben, wo das passt. Und wenn ich da nur einen Baum male als Geschenkkarte, dann habe ich ihn gern lebendig, dann mache ich diese Spritzer. Jetzt kommt ein weiterer Baum auf der rechten Seite. Das wird eine Weide und die hat mit den Bäumen auf der linken Seite nichts zu tun. Die pflanze ich hierhin einfach, um es euch zu zeigen. Ich habe den Stamm in Sepia-Braun gemalt, sehr feucht, wirklich sehr feucht, mit einem anderen Pinsel, mit einem chinesischen Pinsel und mit einem Pinselstiel, mit einem angespitzten, ein bisschen geschliffenen Pinselstiel, ziehe ich jetzt aus dieser Farbe die Äste. Einfach aus dieser feuchten Farbe, aus dem Stamm und den einzelnen dicken gezogenen Ästen, einfach nach oben. Das passt sehr gut für eine knorrige Weide, die ja jedes Jahr neu austreibt, aus so einem relativ dicken Baumstrunk unten. Die wird dann gegen oben hin sehr schön fein, geht in diese feinen Äste. Das passt hier sehr gut, eben wie gesagt, wenn ich das ziehe mit diesem Holz. Ihr könnt auch einfach einen angespitzten Stock aus dem Wald verwenden. Ich habe noch Zinnoberrot hineingemischt und Wasser, klares Wasser in den Stamm gespritzt für mehr Struktur. Jetzt bin ich schon an der Baumkrone, da tupfe ich mit einem Aquarellnaturschwamm ein Blattwerk hinein mit einem Gelbgrün zuerst. Ich verwende wieder dieselben Grüntöne wie vorher, Gelbgrün, Tiefseegrün und ein Schattengrün, dass ich wirklich diese drei Nuancen habe und helle Stellen und auch schattige Stellen im Baum habe. Wichtig ist hier eben diese andere Technik. Ich verwende hier keinen Effektpinsel, keinen Fenstipler Ella de Fee, sondern wirklich einfach diesen Aquarell-Naturschwamm. Den besitzt fast jeder, der Aquarell malt, und ich finde, das funktioniert wunderschön als Blattwerk. Jetzt habe ich mit meinem chinesischen Pinsel noch Sepia-Braun in die Mitte einfach so hineingespritzt und male jetzt diese eine Stelle da in der Astgabel, da wo sie sich teilen, die Äste noch ein bisschen dunkler in Sepia-Braun.
Ihr seht, dieser Baum ist viel knorriger geworden als die beiden vorherigen. Auch das Wasser, was da hineingespritzt wird, das lässt die Rinde bewegt erscheinen. Das sieht man hier bei dem Gezoomten noch mehr. Und unten wieder mit diesem chinesischen Pinsel, dass ich wirklich bei diesem chinesischen Pinsel bleibe, ziehe ich einfach von unten gelbgrün und auch ein Schattengrün nach oben und verwende dann wieder den hölzernen Pinselstiel und ziehe diese Gräser noch lange in die Länge. Also ich habe es wieder sehr feucht gemacht und ziehe das Ganze jetzt nach oben. Hier habe ich jetzt zuerst einen Fenstipler Ella de Fee verwendet, aber es geht auch wunderbar, wenn ihr, oder noch fast besser in diesem Fall, je nachdem, was ihr bezwecken wollt, aber die Gräser in die Länge ziehen, kann ich sehr schön mit diesem Holzstiel. Wenn die Krone ein bisschen angetrocknet ist, dann gehe ich noch einmal drüber mit meinen Grüntönen. Mache das Ganze noch ein bisschen kräftiger, schau, wo ich Schatten möchte, wo Licht. Und ja, tupfe noch einmal mit dem Aquarell-Naturschwamm einzelne Stellen intensiver, dass es dreidimensionaler wird noch. So, jetzt kommen wir zum dritten Baum, den ich euch heute vorstellen möchte. Und das ist wieder mit einem Aquarell-Naturschwamm und einem Gelbgrün auf einen vorbereiteten Untergrund getupft. Der Untergrund, da habe ich Zitronengelb genommen und ein Kobalttürkis und ich habe ihn trocknen lassen. Also ich tupfe hier auf einen trockenen Untergrund. Und ihr seht, ich habe jetzt gerade schon ein Tiefseegrün dazu geholt und ein Schattengrün. Also wieder diese drei Grüntöne verwende ich hier, sodass ich Licht und Schatten in meiner Krone habe. Und ihr seht, hier zerrinnt es nicht und trotzdem tupfe ich nicht die ganze Fläche platt voll, sondern ich lasse zwischen dem Grün immer wieder den Himmel durchschimmern. Es soll ein Frühlingsbaum werden. Das geht nur, wenn zwischendrin die Äste zu sehen sind und der Stamm. Von unten kommt nun der Stamm in einem Umbra Natur nach oben gezogen mit einem feinen Schriftenpinsel und hier behalte ich auch den Schriftenpinsel bei, nehme nicht meinen Holzstiel. Da kann man natürlich auch verschiedene Dinge verwenden, auch einen China-Pinsel, der ja vorne ganz spitz ist und feine Äste, wo man feine Äste damit malen kann auch. Und ihr seht hier, zwischen dem Grün male ich jetzt immer die Äste, die im Verlauf nach oben zu sehen sind. Also ich unterbreche den Strich, dort wo mehr Blattwerk steht, dann sieht man ihn wieder, dann unterbreche ich wieder, dann kommt er wieder ein bisschen zum Vorschein und so weiter. So baue ich meinen Baum auf. Anschließend tupfe ich noch einmal darüber, sodass ich Stellen besser verbinde zwischen Ästen und Blattwerk und dass auch noch mehr Schatten hineinkommt. Also jeder Baum braucht dringend auch eine wirklich dunkle, eine wirkliche Schattenstelle und natürlich an der Krone, an der Oberfläche dann auch ganz dringend das Licht, wo ich hell bleiben muss, wo ich immer wieder auch sehr hell sein soll, also in einem Gelbgrün. Dann kann ich wieder mit verschiedenen Grüntönen, die ich nehmen möchte, oder auch einem Umbra Natur spritzen. Da bekomme ich auch dann eine schöne Struktur, eine interessante. Ich finde, Spritzen ist sowieso eine interessante Technik, einfach weil es eigentlich immer passt. Ich liebe das auch, wenn ich Tiere male, wenn ich Figuren male. Das passt eigentlich immer. Ihr habt jetzt gerade gesehen, mit dem Aquarell-Naturschwamm habe ich von unten das Ganze noch vollendet mit dem Tupfen eines Schattengrüns. Im unteren Bereich, das sieht dann aus, als wären da feine Gewächse, als wäre da Moos oder sogar ein Efeu. Also der Schwamm, der Aquarell-Naturschwamm, ist ein ganz tolles Werkzeug für die Aquarellmalerei, finde ich. Also ich liebe ihn und ich verwende ihn sehr, sehr viel. Viel Freude und bis dann. Tschüss.